Ich hab ab und zu eine Stimme in meinem Kopf, die zu mir spricht. Und ich hab das Gefühl, dass sie verhältnismäßig weise ist. Deshalb jetzt bestimmt leise, ich will sie hören. Ich will jetzt wissen, was sie sagt, sie ist in meinem Hirn. Bisher ignoriert, hab ihre Wünsche nicht beachtet. Es war stets in mir Instinkt, der was in meinem Leben machte. Aber sachte packte ich nichts an, ich wollte immer alles haben. Ging es nicht, was scheißegal, dann brach ich ihm halt seinen Arm. Für mich war das nur kleiner Kram, ich hab dabei nicht nachgedacht. Nur für den Mist wäre mehr als eine Entschuldigung wohl angebracht. Ich hab es jetzt kapiert, hab meine Fehler kalkuliert und weiß, ich kann nichts daran ändern, das Vergangene ist passiert. Doch ich kann betteln, ich kann büßen, bis zum Blut an meinen Füßen. Ich kann helfen, ich kann üben, diese Leben zu versüßen. Ich will weder Vergebung, noch will ich dafür einen Preis. Ich will nur zeigen, es ist ernst gemeint und sagen, tut mir leid. Vielleicht war ich noch viel zu jung, um diese Dinge zu begreifen. Aber es war einfach leichter, auf das ganze Zeug zu scheißen. Ist dabei, mich zu zerreißen, ist dabei, mich zu zerfleischen. Doch ich will so lange leiden, bis die anderen mir verzeihen. Was hat das alles zu bedeuten? Wie bin ich hier nur gelandet? Ich fang an, es zu bereuen, doch es ist da wie ein gebranntes. Mach mich fertig, mach mich schwach, denn diese Stimme setzt mich matt. Und ich kann nichts dagegen tun, denn diese eine Stimme hält mich wach. Wach auf meinen Beinen, es dringt in dir ein Geweide. Bei Zeiten reißt das Mauern ein und ich fange an zu leiden. Aber wenn die Stimme zu mir spricht, bei mir nicht ziemlich alt zu schweigen. Ich sitze hier ganz allein und weiß, es braucht noch eine Weile. Bergauf und bergab, ja, so ist das Leben. Nehmen muss es nehmen, wie es kommt. Kannst deinem Schicksal nicht entgehen, no. Früher war mein Leben anders, habe alles so geändert und es gedreht, dass es gepasst hat. Zum Glück habe ich dann die Kurve gekriegt. Ich sehe jetzt wieder das Licht und höre die Stimme, die spricht. Bei dir gibt es keinen Frieden, es gibt nur blanken Hass. Du kennst auch keine Liebe, das hast du wohl verpasst. Wenn du anfängst zu drehen, dann verschwindest du im Rauch. Rote Augen, toter Kopf, so nimmt das Leben dann seinen Lauf. Diese Stimme in deinem Kopf will dir sagen, was du tust, was dir fehlt, was du brauchst. Junge, hör ihr besser zu. Und diese Leute, die das nicht tun, streben einfach nur nach Ruhm, wollen besser sein oder wenigstens einmal so tun. Denn diese Stimme, sie begleitet dich ein Leben lang. Hörst du nicht, willst du hören, folge einfach ihrem Was Klang. Was hat das alles zu bedeuten? Wie bin ich hier nur gelandet? Ich fang an, es zu bereuen, doch es ist da wie ein gebranntes. Mach mich fertig, mach mich schwach, denn diese Stimme setzt mich matt. Und ich kann nichts dagegen tun, denn diese eine Stimme hält mich wach. Wach auf meinen Beinen, es dringt in dir ein Geweide. Bei Zeiten reißt das Mauer ein und ich fange an zu leiden. Aber wenn die Stimme zu mir spricht, bei mir nicht typisch als zu schweigen. Ich sitze hier ganz allein und weiß, es braucht noch eine Weile. Ich kann mich gut erinnern, als ich wusste, es wird schlimmer. Saß allein in meinem Zimmer, um mich rum wurde es finster. Nur ein Lichtstrahl war zu sehen und ich folgte seinem Weg. Denn ich wusste tief im Innern, dass in mir noch Hoffnung lebt. Es war anders als gedacht, es ist schwerer als man denkt. Andernfalls hätt's jeder geschafft, obwohl die Seele noch dran hängt. Sie ist einfach als Geschenk von mir und nimm es nicht so klein. Gerät, ich brauch einfach noch Zeit, doch meine Fehler hab ich registriert. Es war der Wunderpunkt getroffen. Seele eingebrochen in einem kalten See aus Hass und Schmerz. Meine Augen sind noch offen. Bete jeden Tag zu Gott und hoffe, ich bin noch nicht ersoffen. Hab noch Luft zum Atmen übrig und die Tür ist nicht verschlossen. Darauf hoffen reicht nicht aus, denn es ist meistens das Letzte, was man in Verzweiflung tut und sich dann fragt, was ist das Beste. Wäre man lieber verreckt und hätte für alles dann bezahlt, sich zu befreien aus dem Dreck und es bleibt nur die Qual der Wahl. Was hat das alles zu bedeuten? Wie bin ich hier nur gelandet? Ich fang an, es zu bereuen, doch es ist da wie ein gebranntes. Mach mich fertig, mach mich schwach, denn diese Stimme setzt mich matt und ich kann nichts dagegen tun, denn diese eine Stimme hält mich wach. Wach auf meinen Beinen, es dringt in dir ein Geweide. Bei Zeiten reißt das Mauern ein und ich fange an zu leiden. Aber wenn die Stimme zu mir spricht, bei mir nicht zügig, als zu schweigen. Ich sitze hier ganz allein und weiß, es braucht noch eine Weile.